Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video von Last Chaos Generic Name 02. In diesem Video farmen wir SP. Es wird ein bisschen, wie soll ich sagen, das Video wird ein bisschen tollpatschig, kann man das so nennen, weil ich oft sterbe. Ich sterbe auch oft unnötig, weil ich alle Mobs mitnehme, Freya und die Mobs angreife. Dann haut mir Freya einen üblen Damage Spike rein und die Mobs hauen auch noch drauf. Und wenn Freya mir 180.000 Schaden macht, dann sind meine HP unten. Und wenn da zwei, drei Mobs noch draufhauen, sterbe ich halt einfach. Dieses Video ist aber nicht nur tollpatschig oder ein bisschen speziell, weil ich oft sterbe. Nein, es ist auch der Fall, dass ich in diesem Video auch oft einfach von anderen Leuten gekillt werde. Und es regt mich nicht mal auf. Es regt mich nicht mal krass auf. Denn irgendwie bin ich sehr froh, dass das passiert. Entschuldigung. Weil ich einfach merke, dass der Server ziemlich krass lebt. Dass die Leute wirklich spielen und auch da sind. Und es gibt Stress und es gibt PvP. Und ey, das ist für mich eigentlich ganz cool. Und auch das SP-Farm, es ist natürlich repetitiv. Man muss sehr viele Stunden in das SP-Farm investieren. Aber trotzdem, ich habe eigentlich sehr viel Spaß dabei. Wir farmen gerade einfach SP und hauen die Mobs kaputt. Es gibt auch noch einfache Wege. Wie gestern, glaube ich, schon erzählt, könnte man sich den 10 Millionen SP-Container holen. Mache ich aber erstmal nicht, weil ich noch ultra Bock habe zu grinden. Gerade fehlt mir ein bisschen die Zeit, da ich tagsüber unterwegs bin, fehlt mir ein bisschen die Zeit. Ich mache jetzt abends, versuche ich eine Stunde zu machen, hoffentlich manchmal auch zwei. Mit dem Video wird es ein bisschen schwierig, aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich wieder mehr Zeit habe, werde ich mal an einem Tag ultra viel machen. Die ganze Zeit einfach reingrinden und das machen. Ihr seht hier auch im Video, ich bin jetzt in einem Raum, der mir eigentlich nicht so gefällt. Als Titan ist es relativ schwierig, weil du lockst die ganzen Mobs an, die klatschen einfach auf dich ein. Und es ist relativ schwierig, hier das safe zu machen. Klar, für die anderen Chars auch, aber für den Titan noch ein bisschen schwieriger. Beispielsweise bei Freya muss ich in Freya drinstehen, um die anzugreifen. Und dann nehme ich, wie gesagt, wie schon erzählt, nehme ich Freya mit, die mir mit einem Hit drei Viertel meines Lebens abzieht und die Mobs hauen auch noch drauf. Dann hilft auch der Absorb nicht viel. Außerdem ist es schwierig, der Cube-Skill wird sehr langsam gecastet. Und das heißt, in der Zwischenzeit kann ich viel Damage kassieren. Ihr seht es jetzt gerade im Video, ich werde gerade von Gohan belästigt. Und Gohan hat uns schon in den letzten Videos gut belästigt. Und ich krieg's sogar hin in diesem Video. Ich krieg's sogar hin, Gohan zu klatschen. Und deswegen bleibe ich auch beim Titan. Der Titan ist schon relativ strong. Es ist einfach ein bisschen schwieriger, ihn im PvE zu bauen. Guck, ich klatsche den hier einfach. Der wird hier gekillt, guckt euch an, bam, 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 er greift mich wieder an und jetzt hat er mich gekriegt. Er hat immer gewartet, bis ich wieder auf die Mobs gehe, um mich dann safe killen zu können. Und ey, das war schon ein bisschen räudig, aber trotzdem ist es ist für mich okay, es ist trotzdem okay. Und dann hatte ich hier jetzt auch zwei, drei Mal und da hat es mich jetzt echt ein bisschen genervt. Ich hatte hier Skillbug, deswegen renne ich weg, weil ich genau weiß, ich kann keine Skills einsetzen. Und hier, ihr seht, ich habe jetzt auch gesehen, dass ich ein paar Rollen habe, die mich entstunnen. Und das ist schon ganz nice. Also jetzt, heute hatte ich auch mal die erste PvP-Erfahrung, in der ich auch ein bisschen zurückschlagen konnte. Aber ihr werdet es auch sehen in diesem Video. Ich werde öfter mal noch angegriffen von den Leuten. Hier checke ich nicht, dass ich auf dem Pferd kein PvP aktivieren kann. Dann steige ich ab und Gohan war halt schon weg. Torbellino hat hier, glaube ich, wieder ein bisschen geregelt. Danke an Torbellino. Super, dass du mir geholfen hast. War wirklich, wirklich gut. So. An dieser Stelle klatsche ich mir die Buffs wieder rein. Heute sind mir auch ein paar Buff-Gegenstände ausgegangen. Aber ich glaube, wenn wir dann PvE Rank 4 haben und so, wird es auch immer einfacher ohne zu viel Buffs. Wie soll ich sagen? Ohne zu viel Buffs hier auch bestehen zu können. Ihr seht's, also
Es funktioniert eigentlich auch schon in diesem Raum sehr gut. Es gibt unten noch zwei, drei Räume. Da müssen wir erstmal rauskriegen, wie wir da gut durch den Nine Curve Dungeon kriegen. Durchkommen, sorry. Es ist nun mal auch so, dass man im Nine Curve Dungeon hinten gibt es dann auch Mobs, die sind aggro. Die stunnen. Und wenn da 20 Mobs aggro sind, dann klatschen die einmal und du bist einfach dead beim Durchrennen. Da ist die Schurkin ein bisschen besser, die kann sich beispielsweise einfach unsichtbar machen und das Ding ist geritzt. Und da kann man natürlich dann auch, wenn man eine Schurkin zur Verfügung hat, einfach schnell dahin rennen, sich dann selbst rufen oder so. Würde alles auch gehen. Ziehe ich jetzt aber nicht in Betracht. Ich finde hoffentlich einen Weg, wie ich da easy durchkomme. Oder ich schaffe es, immer im ersten Raum zu leveln. Weil das ist ganz gut. Die Mobs greifen ein bisschen langsamer an. Es ist nicht so eine Masse an Mobs. Sie sind, glaube ich, auch vom Damage her ein bisschen schwächer. Das sehen wir in diesem Video auch noch. Ich werde in diesen Raum dann auch noch kommen, weil da keiner gerade ist. Und hier muss ich bin jetzt immer ein bisschen so auf Trab, denn es können einfach immer Leute von hinten kommen. Channel 2 war voll, deshalb bin ich auf Channel 1 gegangen. Und es können einfach die ganze Zeit Leute kommen. Ich mache hier auch einen Riesenfehler. Ich gucke die ganze Zeit in diese Ecke. Ich weiß nicht, im Nachhinein weiß ich selbst nicht, warum ich das gemacht habe. Ich hätte mich einfach umdrehen können. Dann hätte ich erstens mal die mehrere Mobs im Blick. Ich weiß genau, was an Mobs kommt. Plus sehe ich auch die Tür, ob jemand reinrennt. Wisst ihr? Aber hier habe ich mich ein paar Mal echt dumm angestellt. Klar, ich wurde auch zwei, dreimal auch wirklich von Leuten gekillt. Also es ist nicht nur so, dass ich komplett dumm war. Ich war oft sehr dumm, weil ich Freya und die Mobs genommen habe. Dafür bin ich einfach noch ein bisschen zu schwach. Aber Freya muss man halt killen. Ohne dass man Freya killt, bringt dieses SP-Farmen nichts. Es ist auch ein bisschen krass. Ich habe viele Freyas mitgenommen in diesem Video und habe nicht so viele Container gekriegt. Ja, das Drop-Event ist vorbei. Aber Freya hat auch nicht wirklich viel gedroppt heute. Da kam es mir die letzten Tage ein bisschen besser vor. Wie gesagt, abgesehen vom Drop-Event. Beim Drop-Event war klar, die hat doppelt gedroppt. Gerade halt nicht. Aber ich habe halt die guten Container dann auch relativ wenig gekriegt. Das war ein bisschen schade. Und die Ausbeute von der Stunde war nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, glaube ich, einmal 500k. an SP gehabt und einmal noch 800k, das wären so 1,3 Millionen SP, die ich jetzt abgeben konnte. Wir sind, glaube ich, so von 30% auf 54%, aber wie gesagt, ich bin oft dumm gestorben, was jetzt nicht mehr passieren wird. Ich habe daraus gelernt, plus bin ich oft auch einfach angegriffen worden. Und das Inventar, Leute, ich weiß, es regt mich selbst auch auf, wenn ich es jetzt hier so sehe. Ich muss das einfach mal sortieren. Sachen weg, ein Bag für Buffs, ein Bag für Rüstungsteile, ein Bag für Kostüme, ein Bag für dies, ein Bag für das, ein Bag für Pet-Sachen, ein Bag für Schmuck. Einfach gucken, dass es ein bisschen schöner aufgeräumt ist. Wie gesagt, hier werde ich auch immer öfter einfach mal gekillt von den Leuten, ne? Heute war auch wirklich unlucky, ne? Ich bin jetzt heute auch zu der Zeit gekommen, wo alle wahrscheinlich kommen, die in der Woche ein bisschen zocken und europäisch sind. Die zocken alle um diese Zeit. Und deswegen hat man auch sehr, sehr viel, sehr viel Leute, die dann auch da einfach sind und dich wegrotzen, ne? Also da kann man halt auch nicht so viel machen. Für mich ist es okay, denn wie gesagt, also mich regt ein Death nicht auf. Jetzt ist es eh so ein bisschen SP-Samen, SP-Farm die ganze Zeit. Ich habe ultra Spaß, der Grind macht Spaß. Ich finde es auch schön, dass ich irgendwie... Ich habe schon manchmal das Gefühl so, ja, du willst jetzt schon dieses Level 10 haben, aber dann habe ich wieder das Gefühl, ja, ich habe ja Zeit. Ich kann ja immer wieder ein bisschen spielen und es ist halt einfach cool, LC zu spielen und was zu tun zu haben. Nicht so wie bei Gear, wo es dann irgendwann wirklich nur noch war, dass man reingeht, den Treuebonus absitzt und nach diesen 30 Minuten Treuebonus oder während dem Treuebonus rennt man die Groove schnell und macht da die eine Daily Quest, die man hatte und geht dann wieder offline. Hier hat man jetzt selbst am Cap noch einen guten Sinn reinzufarmen. Und ja, jetzt passiert es halt ein paar Mal, ne? Ich bin dumm, ich cast, also ich greife nicht Freya einzeln an. Ich cast die ganze Zeit diesen Cube-Skill.
lock damit alle Mobs an und die Mobs killen mich einfach. Manchmal passiert es auch noch, dass ich von den Mobs einfach sterbe, aber wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mobs hier noch ein bisschen zu viel Damage machen. Ich rechne auch damit, wenn spätestens bei PvE Rank 5 ist das hier alles no problemo mehr. Mit dem Titel, mit dem Cover haben wir dann so viel PvPE Increase und PvE Decrease an Damage, dass wir hier einfach durchrushen und die ganze Zeit das einfach farmen, bam, 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 bam und somit die Level dann auch machen, ne? Ultra cool, ultra spaßig. Für mich ist der Grind einfach mega spaßig und ich finde es auch cool, dass man hier ein bisschen den Grind aufnehmen kann und drüber noch ein bisschen über Themen reden, ne? Ich finde das eigentlich ganz cool. Ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, was ihr für Themen gerne hättet. Wenn jemand GEMA-freie Musik kennt, die ich verwenden könnte für die Videos, würde ich das natürlich auch begrüßen. Nick hat gesagt, er hat einen Ansprechpartner, wo er mir vielleicht noch durchgeben könnte, damit ich ein bisschen Mucke für die Videos habe. Und ja, da wird sich auf jeden Fall was tun bei der Musik. Ich habe bis jetzt immer ein bisschen den gleichen Ding drinne. LC hat natürlich eine eigene Musik, die könnte ich natürlich einmachen, aber dieses Geschrei in LC, also ich glaube wirklich so 98-97% spielen ohne Sound von LC und ich finde das cool, ein bisschen Musik drunter legen, ein bisschen labern, macht ultra Spaß. Wie gesagt, es ist auch cool, dass hier so ein bisschen schon PvP herrscht, ne? Dass man hier auch ein bisschen einfach dieses PvP auch macht und die ganze Zeit auch ein bisschen dabei ist oder auch gekillt wird und Leute killt. Also es macht einfach Spaß, finde ich. Es macht ultra Spaß. Es ist nicht irgendwie, wie soll ich sagen, es ist nicht Abfuck. Früher hätte mich das bestimmt abgefuckt, heute nicht. Heute bin ich einfach froh, wenn man weiß, man hat eine gesunde Spielerschaft und die Leute, die killen dich halt auch und du killst auch die Leute und so, ne? Ich hatte mega Spaß, als Gohan da aufgekreuzt ist und ich mit Gohan fighten konnte. Gohan weiß jetzt, dass ich ihn kille, ne? Wenn es hart auf hart kommt. Vielleicht hat er jetzt ein bisschen mehr Respekt. Das macht es ein bisschen auch raus und das macht auch ultra Spaß. Ich lese hier gerade, Try Not To Cry hat 560 SP-Container, der ist auch gut am Farm. Der hat mich, glaube ich, auch schon vom PvE-Ranking überholt, glaube ich. Wir machen hier kein Wettrennen, aber ey, krass, stabil. Das ganze Wochenende war er nicht da. Klar, jetzt habe ich auch ein bisschen wenig Zeit und werde heute den ganzen Tag reingegrindet. Ich würde auch gerne den ganzen Tag reingrinden, aber ich kann nicht. Und es ist auch schwierig, es ist immer alles besetzt. Ich müsste eigentlich spät in der Nacht hier dieses SP-Grinding betreiben, dass ich auch sicher diesen Raum habe. Aber ist gerade halt einfach ein bisschen schwieriger. Es werden auch wieder gute Zeiten kommen, also in naher Zukunft auch, wo ich dann wieder ein bisschen mehr so in das reinklatschen kann, wo ich dann vielleicht auch wieder mal 4-5 Stunden SP farm und das in ein Video pack. Kann auch alles vorkommen, ne? Also, ne, ich freue mich auch, was ich jetzt ganz vergessen habe, was ich am Anfang schon ansprechen hätte sollen, ist, wir haben bald das 100 Abonnenten Special, sofern jetzt noch Leute rein abonnieren. Wir haben 94 Abonnenten, also es fehlen, glaube ich, noch 6 Leute. Dann können wir wirklich das 100 Abonnenten Special machen und ich suche da noch ein bisschen Inspiration. Also Leute, an alle Leute, die jetzt bis hier geguckt haben, die können in die Kommentare doch einfach mal reinschreiben, was sie fühlen würden als 100 Abonnenten Special. Ich würde fühlen, ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht auch Bock drauf habt, ich würde es fühlen, wenn wir vielleicht einen Stream machen, komplett neuen Charakter auspacken und den dann einfach im Stream mindestens bis zum Cap ziehen. Bis der Cap ist, also von Erstellung bis zu Cap als 100 Abonnenten Special in einem Stream. Oder ich lasse mir videotechnisch was einfallen, vielleicht videotechnisch einen neuen Char auf Cap in einem Video. Naja, das wird ein bisschen schwierig. Aber so ein Stream-Ding hätte ich vielleicht Bock drauf, der nachher dann vielleicht auch bei YouTube hochgeladen wird und so. Einfach irgendetwas. Lasst mich doch wissen, was ihr
worauf ihr Bock hättet, weil das ist das Wichtigste. Ich mache das ja für euch. Klar, ich zock auch für mich, aber ich mache die Videos für euch. So, Freunde, jetzt muss ich mich verabschieden, weil das Video ist gleich vorbei. Euer Pet Statics. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Kuss auf die Nuss. Tschüssi. Peace.